Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Digimon World 2003. Und ich muss sagen, na endlich darf ich das jetzt wieder spielen. Ich meine, das ist jetzt schon wieder vor der Gamescom war das. Ne, nach der Gamescom. Eine Woche ist es jetzt her und oh Mann, endlich freue ich mich. Ich freue mich wirklich, dass ich das endlich wieder spielen darf. Und ich weiß jetzt, wie wir an Wemon kommen. Das müssen wir natürlich als allererstes mal machen. Also ich weiß, wie wir an Wemon so gesehen kommen, ne? Nee. So, da müssen wir nämlich wieder zurück nach Azuka City. Dort müssen wir nämlich noch erst mit einer Person reden und dann taucht er in der windigen Prärie auf. Ne, das ist so ein bisschen Geschnabbel. Aber gut, das kriegen wir ja schnell hin. Wir sind ja ein fixer Renner hier, wie das aussieht. Oh, endlich. Oh Mann, ich freue mich total, dass wir es endlich wieder spielen dürfen. Also ich habe ja so immer das... Das größte Problem ist, dass ich Spiele, die mir gefallen, suchte. Und leider gefällt mir das hier derzeit total und ich möchte das gerne total suchten. Ich hätte das jetzt bestimmt privat mindestens schon 20, 30 Stunden gespielt. Ich wäre schon durch. Ich wäre schon dreimal durch. Wenn nicht sogar viermal. Vielleicht sogar fünfmal. Naja, gut. Wir wollen nicht über... Ach ja, genau. Wir haben ja noch gar keine Technik. Wir können ja nur nochmal mit unserer super großen Pistole... Ping. Ha! In your face. Und weg. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, welches Level unsere Digimons derzeit sind. Ich wollte gerade Pokémon sagen, aber da hätte ich mich echt geschämt für. Jetzt weiß ich, welches Level sie sind. Schön. Gut. Ja, gut. Wir haben ja schon mal Champion Digimon. Ich wollte schon wieder Pokémon sagen. Was ist denn los mit mir? Ich habe gerade was über Pokémon gelesen, ja, aber jetzt habe ich die ganze Zeit Pokémon im Kopf. Ja, ist ja super. Ist ja super für die Aufnahme. So, und es wurde sich gewünscht, dass wir jetzt doch schon ein bisschen Kartenkämpfe machen. Da muss ich mal sehen, wo wir denn überhaupt Kartenkämpfe... Da müsste ich mir eigentlich auch mal den Ordner genau angucken. Aber, oh, naja, erstmal müssen wir die Baumtreterstiefel haben, damit wir das Kartmon vom Baum treten können, aus seinem Nest treten. Yay, Level Up, toll. Yay, Level Up, toll. Können wir ja schon Renamon nehmen. Renamon. Zack. Ach, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, ey. Ich hocke hier schon wieder vor und denke mir, Dabei ist es nur eine Woche her. Da war Urlaub zwischen. Weißt du, da bombt man sich weg. Nein. Klingt ja auch echt komisch. Aber nein. Alles wird gut. Irgendwann laufen wir auch nicht mehr gegen den Levelrand. So, Dela. Da haben wir es ja gleich geschafft, weil wir müssen nämlich erst noch mit der Putzfrau reden. Weil die Putzfrau wird uns erzählen, wo Wemon ist irgendwie. Irgendwie so. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Zentralpark. Hm, habe ich schon mal von gehört. So. Komm, ziehen wir durch. Hey, Baby. Ich bin Natsumi, eine fröhliche Schülerin. Lass uns mit Digimon kämpfen. Oh, die will jetzt Digimon kämpfen. Will die jetzt wirklich Digimon kämpfen? Es ist wirklich ein Digimon-Kampf und es ist Kyubimon. Sehr schön. Und der hat ja immer noch keine Techniken. Ich hab's vergessen. Attacke, Renamon, aka Kyubimon. So, das Betamon machen wir platt, oder? Wie man sieht, sie hat noch drei weitere, also... Oh, das ist unser erster Digimon-Kampf. Ja, war nicht so schlimm. So, los. Endlich. Oh, ich dachte schon wieder an Kartenkampf. Aber ich weiß nicht, ist das... Ich glaube, ob das Zufall ist. Mal Digimon-Kampf, mal Kartenkampf. Und jetzt kommt's. Es ist Vegimon. Boink, 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 boink. Na, ob das Kyubimon schafft. Wir können ihn ja immer noch heilen. Wir haben ja sogar Heilung dabei. Ich glaube, das mache ich dann auch. Weil alles andere wäre ja... Naja, doof, wenn wir ihn jetzt hier sterben lassen mitten im Kampf. Sollen wir ihn schon mal heilen? Wir heilen ihn schon mal sicherheitshalber. Item, Powerladung. Eat this. Ja, da freut es sich.
Bloink, 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 das ist furchtbar. So. Jetzt hauen wir Vegemon weg. Muss auch drücken. Hier muss man sehr viel drücken. Mein rechter Daumen tut schon weh. Mein X-Daumen. Ah, dann können wir jetzt ja doch wieder alle anreden, weil, naja, es scheint ja doch zu kämpfen zu kommen. Ich denke mal, wenn wir die jetzt nochmal anreden, dass wir dann nicht kämpfen, oder? Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. 136? Ja, mach mal erstmal einen Angriff. Schaffst du. Wir glauben ganz fest an Kyubimon. Einmal alle Daumen drücken. So, jetzt machen wir gleich noch einen Angriff und dann brauchen wir noch nicht heilen. Komm, steh auf. Ja, es steht auf. Oh, es ist aber müde. So, und weg. Und jetzt blockt er. Ach Gott, Alter, wirklich? Komm, ich block auch. Block, 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 block. Ach Mann, ey, das kann doch nicht sein. Das ist so starkes Mobbing. Wirklich, das ist starkes Mobbing. Mann. Jetzt blockt er und dann blockt er auch noch. Mann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit der EXP-Verteilung ist. Ist er gestorben? Kriegt er dann... Kriegt er Prozente? Ich habe echt keine Ahnung. Mando. Warum blockt er denn? Nee, bekommt keine. Ach Mann, schade. Naja. Oh, jetzt ärgere ich mich aber. Und irgendwie... Irgendwie habe ich nur Ton auf ein Ohr. Ist das normal? Dass man nur Ton auf ein Ohr hat? Es tut mir leid, Kyubimon. Oh, guck mal, es ist ganz traurig, weil es verloren hat und keine EXP bekommen hat. Naja. Ich dachte, jetzt blockt Kunemon und tötet jetzt Kyubimon wieder. Dann wäre ich aber ausgerastet. Wäre ich amok gelaufen hier. Nee, irgendwie höre ich nur Ton auf ein Ohr. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich gucke das jetzt auch nicht nach. Kann ich mit leben. Ich kann mit Monoton leben. Solange ich Ton höre und ihr das, naja, ihr müsstet das ja normal hören. Tschu, einmal durch. So, und jetzt hier, da können wir dann auch gleich übernachten, weil, ne, günstig. In dem alten Siffladen können wir dann günstig übernachten. Dann können wir jetzt ja doch, oh, da muss ich jetzt ja doch alle anreden. Sehr schön, freue ich mich. Willkommen im Inn. Jupp, ich fühle mich wie zu Hause. So, jetzt müssen wir wieder hier mit der Dame reden. Mit der Reinigungsfachkraft. Putzen und Staub wischen und ich muss einfach alles säubern, was dreckig ist. Das ist ja nicht gerade das, was... Das ist ja nicht gerade das, was mich hier... Echt? Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Irgendwo in der Stadt ist ein Aktionsmuseum. Ich musste das nachlesen, weil die heutige Folge... Die muss ich leider heute schon aufnehmen, weil ich es ja intelligenterweise in der letzten Folge gefragt habe. Also kann ich gar nicht auf die Kommentare eingehen. Weil ihr wisst es ja bestimmt und ich hänge hier jetzt und mache... Im Internet stand, ihr redet mit der Putzfrau. Ich habe mich zwar auch gefragt, warum ich mit der Putzfrau reden soll, aber... Okay, ich hab da nichts gesagt. Ich habe das einfach so, ja gut, rede ich mit der Reinigungsfachkraft. Sagt man jetzt ja so, Putzfrau ist ja jetzt eine Beleidigung oder so, ich weiß nicht. Dann dürfte man ja auch eigentlich kein Klempner mehr sagen, sondern Gaswasser-Scheiße-Installateur. Ich rede nochmal mit dem Typen da. Vielleicht sagt uns der Typ was. Im Internet stand ich so mit der Reinigungsfachkraft. Das ist jetzt aber eisenartig. Checken wir nochmal zurück. Ja, natürlich, genau. Komm, wir können auch blocken. Ach, wir können gar nicht blocken. Wie denn auch? Mit unserem Schnuffelschwanz da hinten oder was? Mann. Mit der Putzfrau reden und dann sollte er einfach da auftauchen. Ich meine, vielleicht ist er jetzt ja da, aber...
Ich hätte dann gedacht, sie sagt irgendwas, weißt du? So hinweismäßig, so, hey, weißt du, ich hab da so einen gesehen. Ne? Komm mal mit ins hintere Kämmerchen und so, weißt du? Damit hätte ich ja gerechnet. So, mein Freund. Gib mich Help. Wo viele Leute sind, erfährst du mehr über Wemon. Da wird dir sicher jemand helfen. Wir müssen wirklich die ganze Stadt abknabbern. Er hieß mit der Putzfrau und ich habe mit der geredet. Wo viele Leute sind, erfahre ich mehr über Wemon. Müssen wir gleich mal gucken, wo viele Leute sind. Also viele Leute ist ja auch wieder so eine Ansage. Ich glaube nicht, dass wir im gelben Kreuzer was über Wemon finden. Gott, die Suche nach Wemon hier. Und das ist erst die kleine Suche. Oh Gott. Nachher kommt ja noch die viel schlimmere Suche, sobald ich mich erinnern kann. Ich glaube, da hänge ich hammerlange dran. Dann will er nämlich Verstecken mit uns spielen. Und nicht das gute Verstecken. Oh Mann. Stimmt, Lammkotelett könnte. Hier ist doch immer was los, oder? Hey. Hey, hör zu. Ich habe zuletzt einen Wemon gesehen. Er suchte etwas in windiger Prärie. Ja, das ist doch keine Reinigungsfachkraft. Vergiss meinen Job, vergiss meinen Boss. Gut, dann haben wir das ja. In der windigen Prärie. Genau, da waren wir ja schon. Aber ich wusste nicht, dass wir. Müsste das wirklich vorher getriggert werden? Das wundert mich natürlich, aber mich wundert eigentlich gar nichts mehr. Auch nicht nur gegen eine Wand laufen. Jetzt kriegen wir es aber. Jetzt schnappen wir uns Wemon. Vorsicht, ich muss hier mal durch. Bin Arzt. Ein Digimon-Arzt. So, hier war doch, meine ich, auch ein Tamer, ne? Hey, komm mal her. Ich bin so in Fahrt. Was? Du willst mit mir kämpfen? Sorry, gegen kleineres Unfair. Ich glaube, mit denen hatten wir schon mal geredet und der wollte nicht, ne? Okay. Er ist der Meinung, dass wir zu klein sind. Dabei bin ich mindestens schon einen Meter, wie man sieht. Wobei, eigentlich müssten wir ja ziemlich groß sein, ne? Wenn wir fast so groß wie Renamon sind. Aber Renamon ist fast so groß wie Agumon. Also, okay. Die Größenverhältnisse, glaube ich, stimmen hier nicht ganz. Aber fast. Ich mach dich platt. Ich frag mich, wann wir unsere erste Technik lernen. Ich denke mal mit Level 5. Also Champion Digitationslevel 5. Was? Kyubimon, was ist los, Alter? What's wrong with you? Naja, kriegt ja nicht viel Damage hier. Ah, mein rechter Kopfhörer knirscht. Okay, das ist natürlich. Ja, es könnte. Könnte besser sein. Ich fummel mal ein bisschen. Also am Kopfhörer, ne? Also ich weiß nicht, was ihr jetzt dachtet, aber ich fummel am Kopfhörer. Echt, ey. Schämt euch mal. Gar nicht. Es ist hier ein Kinderspiel. Ja, es ist ab 12? Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich, na gut, warum sollte es ab 12 sein? Ich weiß noch nicht mal die Regelung, ab wann etwas ab 12 ist. Wenn man einen Pillermann sieht, glaube ich, ist es ab 12. Aber da kenne ich mich natürlich nicht aus. Ich bin nämlich schon älter. Ich brauche mich nicht mehr an diese Regelung halten. Die Simpsons sind auch ab 12, das weiß ich. Ich frage mich, warum. Kyubimon, was ist da los? Warum one-hittest du eigentlich nicht? What's wrong with you? Na gut, du bist ja, glaube ich, nicht, du bist ja eher so der Magican-Kämpfer. Und wir machen hier die ganze Zeit normalen Angriff. Naja, wenigstens darfst du nochmal angreifen. Dann muss ich nachher mal gucken mit meinen Kopfhörern. Fängt ja gut an. Gestern haben sie noch funktioniert. Als ich halbtot Overwatch aufgenommen habe. Naja, halbtot. Ich glaube, halbtote sind immer noch besser
in dem, was ich da gemacht habe, als ich. Ich weiß es selbst nicht. Ich weiß es doch selbst nicht, was ich hier vertell. Ach ja, und was sich gewünscht wurde, dass wir das mal als Livestream machen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, also ich richte mich dann natürlich an euch. Ob ihr das mal in ein... Ja, das nennt man einen Fehler. Das ist eindeutig ein Fehler. Ich glaube, das passiert manchmal. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, das passiert manchmal, dass... Naja, dass einfach die Champion-Digitation... Warum hängt denn der Ton jetzt nach? Boah. Okay, meine Kopfhörer spinnen hier gerade total. Die hängen auch total... Ich glaube, ich muss gleich erstmal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Der Ton hängt gerade ein bisschen nach. Okay, wir tigern mal ganz schnell zurück nach Serio City. Ja, irgendwie hängt der... Ich weiß nicht, ob nur der Ton bei mir jetzt nachhängt oder ob er bei euch auch nachhängt. Wenn, dann tut es mir natürlich jetzt gerade kurz mal leid. Aber ich weiß selbst gerade nicht, was los ist. Wie gesagt, meine Kopfhörer spinnen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich an den Kopfhörern liegt. Ich werde sie gleich einfach mal austauschen. Deswegen, ich muss einmal ganz kurz... Ich muss mal ganz kurz speichern. Das kann ich mir auch gerade echt nicht mehr anhören. Das krisselt nur noch wie Sau. Der Ton auf meinen Kopfhörern. Da muss ich erstmal ganz kurz speichern. Das Speichern nehme ich auch erstmal raus. Ja, wir sehen uns denn gleich wieder. Kann sein, dass die Folge ein bisschen kürzer wird, weil wir jetzt genau bei 19 Minuten sind. Laut meiner Anzeige. Also normalerweise 18 Minuten. Na gut, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt sollte das eigentlich wieder passen. Das lag an Elgato. Der hat irgendwie, ja, weiß ich nicht. Halt konnte den Ton nicht richtig einfangen oder sowas. Ich musste nur Elgato neu starten. Gut, jetzt sollte das aber... Ich weiß aber nicht, ob das in der Aufnahme halt war. Ich hoffe mal nicht, aber wenn denn... Sorry? Fragezeichen? So, wo waren wir? Ach ja, genau. Ich entsinne mich. Ah, jetzt höre ich das auch wieder auf beiden Ohren. Ist doch ein bisschen angenehmer, als wenn man das immer nur auf ein Ohr hört. Hätten wir noch vorher... Na, wir können nachher noch eine Power-Banane da geben. Hier, so eine Power-Pille. Also, ne, was lernen wir daraus? Was will Digimon uns beibringen? Wenn wir uns schwach fühlen, nehmen wir Pillen. Power-Pillen. So, ich muss mal ein bisschen leiser drehen, weil... Weil das vorhin Mono war, war das so laut gewesen. Ich hoffe, das stimmt jetzt einigermaßen. So, Wo waren wir denn stehen geblieben? Stehen geblieben, hört sich auch schön an. Ach ja, mit Livestreams. Ich weiß nicht, wie ihr das sehen wollt. Ob ihr mal Lust habt auf Twitch. Also ich habe ja auf Twitch ein Konto und sowas. Ich habe ja schon Livestreams gemacht. Man da mal ein Live-Let's Play oder sowas machen sollte. Ob ihr da Bock drauf habt oder so. Das ist ja, wie gesagt, das lasse ich ja euch entscheiden. Das kann man vielleicht nutzen zum Leveln oder sowas. Weil es gibt ja auch garantiert längere Levelphasen. Und dann kann man ein bisschen quatschen oder sowas. Ich weiß nicht, wenn ihr darauf Bock habt, dann kann man auch gleich auf die Hilfen eingehen. Es ist Wemon. Na endlich. Hey Wemon, was geht ab? Willst du spielen? Was spielen wir also? Boah, Wemon, ich will die Baumstiefel. Baumstiefel? Oh, die Stiefel zum Bäume treten. Ja, sicher, aber nur, wenn du mit mir spielst. Klare Sache, was spielen wir? Ich gehe in den Tretwald und du suchst mich. Wenn du mich findest, gebe ich dir die Baumstiefel. Du verlierst, wenn du den Wald verlässt, ohne mich zu finden. Und wenn du den Tretwald verlässt, gehe ich nach Hause. Okay, ich werde dich finden. Hehehe, das wird nicht so einfach. Zähl bis 10 und komm in den Wald. Oh Gott, bis 10. Okay, warte.
Eins, zwei, drei, Banane, Apfel, Bruttosozialprodukt. Okay, ich zähle bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte, es wird spannend. Ihr wisst nicht, was kommt. 8, 9. Oh, jetzt kommt's. Das große Finale. 10. Wahnsinn. War das zu schnell? Na klar, Alter. Wir waren früher in der Schule auch schon Zählmeister. Na gut, ich werde ihn suchen. Geil, ey. Wir sind Zählmeister. Okay, wir dürfen den Tretwald jetzt nicht verlassen. Ich glaube, ich habe Wemon da... Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich Wemon fast am Ende gesehen. So. Okay, ich werde Wemon finden und dann kriege ich die Baumstiefel. Ich darf nicht aus dem Tretwald heraus.